Momentan, ja, was spielen denn? Crossing Souls ist nicht Crossing Souls, wie ist das? Kingdom Come ist momentan im Kommen, möchte ich mal so sagen. Und ich habe mir gedacht, ja, Kingdom Come, wenn das jeder macht, spielst du mal das, was vielleicht nicht jeder macht. Und das ist in dem Fall Crossing Souls. Ich habe mir schon die Grafik und die Audio relativ gut eingestellt. Sprache Deutsch, Vibration habe ich nicht. Da mache ich es einfach mal aus. Ich spiele auf Tastatur, wie ihr sehen könnt, denn ich habe keinen Controller. Es tut mir leid. Wie starte ich das Spiel jetzt? Auf Annehmen. Na komm. Zurück. Ach so, das war. Ich war in den Menüs, okay? Das erklärt einiges. Okay, damit können wir leben. Escape war zurück. Zurück. Und wir spielen ein neues Spiel. Und schauen mal, was uns in diesem Spiel erwartet. Diese Geschichte spielt Anfang 1986 in einer kleinen Stadt in Kalifornien. Also ungefähr meine Zeit. Ach, wie geil. Das erinnert mich an die alten Point-and-Click-Adventures, diese Grafik. Also diese Zwischensequenzen auch dort. Seltsam rot anmutendes Licht. Es vernichtet unsere Zelle der Elektrizität, unsere Source, unsere Quelle, scheinbar. Und ich schätze mal, das wird unsere erste Quest sein, dass wir. Ach, egal. Chris. Ist das Chris? Ah, wir werden angerufen oder angefunkt, sieht eher nach so einem Funkgerät aus. Aber ohne Bild wahrscheinlich dann. Wach auf, na los! Zum Teufel, Kevin! Was treibst du denn schon wieder? Du wirst es nicht glauben, Chris! Es ist fantastisch! Was ist fantastisch? Lass den Blödsinn! Mom wird sauer sein, wenn du nicht zum Frühstück wieder da bist. Hör mal, du musst die Gang im Baumhaus versammeln. Ich will euch etwas Unglaubliches zeigen. Boah, sorry. Irgendwie nicht so gut am Morgen direkt zu Let's Playen. Wenn das einer deiner dämlichen Witze ist, kannst du was erleben, du Zwerg. Diesmal ist es wirklich wichtig, ich schwör. Und hör auf, mich Zwerg zu nennen. Ich bin schon fast 10. Wie der aussieht. Na schön, warte dort. Ich hole Matt, Big Joe und Charlie ab. Vier Kerle scheinbar. Beeil dich, ich glaube, er fängt an zu verrotten. Es riecht echt furchtbar. Wie bitte? Auf und out. Bei meiner tiefen Stimme ist das echt schwer. Warum bringt er sich ständig in Schwierigkeiten? Eine tolle Art, den Sommer zu beginnen. Ja, finde ich auch. Come on, steh auf. Wir sind scheinbar Chris. Wir laufen mit WASD auf in den Sommer. Wer ist das, Elvis? Nee, das ist Michael Jackson, King of Pop. Ach, wie geil ist das denn? Das ist alles im 80er-Jahres-Style eingerichtet. Gucken, ob ich davon irgendwas wiedererkenne. Ich glaube nicht. Brauche ich eigentlich die Maus hier? Ich glaube eher nicht, ne? Das ist Schwachsinn, glaube ich. Obwohl, kann ich mit Maus was machen? Ne, mit Maus kann ich momentan nichts machen. Alle in der Gang haben ein Walkie-Talkie. Matt hat sie aber so umgebaut, dass sie über mehrere Kilometer hinweg benutzt werden können. Okay. Was ist das? Irgend so ein Schleim? Warte, was war denn das in den 80ern? Na, ich glaube eher, das ist eine Limo, soll das sein. Ach, wie süß. Das ist Kevin. Kevin mit seinem komischen Hund. Könnten wir eigentlich raus, glaube ich. Aber ich will nicht raus. Mir das Ganze nochmal angucken. Das ist das Bett meines Bruders. Immer voll Krümel. Mom wird wütend sein. Ach, wie geil jetzt sehe ich das. Er ist Ghostbuster da oben. Überm Bett Ghostbuster. Ist eigentlich irgendwas, was ich wiedererkennen kann? Wobei, bevor ich das mache, ich drücke mal kurz Escape. Schaue ich mal, ob meine Aufnahme perfekt läuft. Das Bett meines Bruders. Ja, sie läuft. Das ist gut. Und ein alter Röhrenfernseher. Er funktioniert nicht. Der Sturm hat viele elektronische Geräte außer Gefecht gesetzt. Woher willst du wissen, dass da ein Sturm war? Du hast doch gepennt. Und der N4, der Nintendo, den habe ich übrigens auch noch, den verlose ich demnächst. Mit, glaube ich, 8 oder 9 Spielen habe ich den noch.
Letzte Nacht haben Kevin und ich es endlich geschafft, an Boy Icarus vorbeizukommen. Wer war denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Aber der Sturm hat das Spiel ruiniert. Wir sollen so spät abends nicht mehr spielen. Also haben wir nichts gesagt und so getan, als würden wir schlafen. Ach, ist schön. Endlich mal ein Spiel mit guter deutscher Übersetzung. Goldfisch. Gluck, gluck. Ich glaube nicht, dass er dich versteht. Kann ich da raus? Das ist nicht. Ich wollte eigentlich... Okay, das Fenster ist einfach nur auf. Baseball. Das ist ein typischer... Komischer elektronischer Schädel. Habe ich gar... Kenne ich den? Ne, ich meine nicht. Aber den Roboter kenne ich. Den gab es auch nochmal aus den 80ern. Ein Teleskop hat er da. Okay. Also nichts, was mich hier bewegen würde. Wie komme ich hier raus? Wo ist der Weg? Muss ich hier... Ich komme hier nicht raus. Ja, yeah, Kevin hat gespielt. Ach so, links müssen wir raus. Ach, ist das schön gemacht. Nur so, dass die Tür immer noch so... Gut, wir sind ordentlich. Wir machen das zu. Schön beschrieben. Mit den ganzen Aufklebern etc. Ach, ist das schön. Moment, was treibt mein Dad da im Garten? Ich sollte nachsehen, was los ist. Normalerweise ist er mit seinen Blumen beschäftigt. Also ist er nicht ohne Grund dort. Okay. 15 Mann auf des Todesmannes Kiste. Yo, ho, 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 ne Buddel voll rum. Ist das Schatzinsel oder was? Nee. Oh, das ist Dads Zimmer. Das ist ein Soldat gewesen. Nee, mein Opa. Mein Opa Steven war ein Kriegsheld. Sie haben... ihm so viele Orden verliehen, dass mein Dad dieses Ding kaufen musste, um sie alle aufzuhängen. Okay. Also ist das noch aus der... Mein Dad war ein erstklassiger Batter. Ich glaube, das ist im Baseball. Ich kenne mich im Baseball nicht aus. Bis er sich bei einem Kostümfest verletzt hat. Es ist nicht einfach, Tarzan zu spielen. Ja, ich hätte das auch nicht getan. Da bin ich zu ungelenkig für. Das ist doch... Wie hieß das Ding? Simon sagt... Das gibt's heute sogar noch. Das ist ein Rework der 80er. Und ein alter Röhren-TV, der noch hier rumsteht. Ein ganz altes Ding. Das hat meine Oma noch gehabt. Da hast du oben rechts so... Oder unten... Ich meine, oben rechts hast du schwarze Knöpfe gehabt noch für zum Tasten drücken und so. Also, sorry, dass ich hier so viel durch die Bude renne, aber das ist so nostalgisch. Das gefällt mir. Das ist geil. Und das ist ein normales Badezimmer. Hier ist jetzt nichts... Das brauche ich gerade nicht. Das ist richtig. Ich brauche also brauch das auch nicht. Ich war gerade schon. Ich habe mich schon vorbereitet. War schon Pipi gewesen. Kann jetzt spielen. So, was ist hier? Eine Menge Gedichtsklausuren, die mein Dad korrigiert hat. Die sind alle durchgefallen. Geschichtsklausuren, oder? Oh. Hier steht, in welcher Stadt wurde die Verfassung der Vereinigten Staaten geschrieben? A. Boston, B. Atlanta, C. Philadelphia. Sorry, ich habe keine Ahnung. Ich bekomme dich aus den USA. Wie peinlich. Schade. Ich habe fett versagt, aber ich bin ja auch kein Amerikaner. Und das ist echt zu lange her, dass ich das... Ach, ist das geil. Schönes Bild. Ist echt zu lange her, dass ich... mal amerikanische Geschichte mal gelernt habe. Also, für mich hat sie nicht wirklich interessiert, ist ja nicht mein Land. Meine Mom beendet gerade ihr erstes Buch. Das laufende Schloss. Es geht darin um ein Schloss mit Beinen, das einem seltsamen jungen Magier gehört. Das wandelnde Schloss. Ja, ernsthaft. Komm, das ist doch nicht so alt, oder? Ist das echt so alt? Das wandelnde Schloss? Nee. Das kann nicht sein. Ja gut, da war ich schon. Hier ist nichts mehr. Das ist das gemeinsame Zimmer der Eltern. Haben wir hier noch irgendwas, was ich angucken kann? Nö. Das wandelnde Schloss. Ach, ist das... Boah, wieder so viel zum Angucken. Aber es macht Spaß. Ach Gott, diese Fliesendinger. Das war noch damals Mode. Achso, ich habe erst gedacht, das wäre die Küche gewesen. Kenne ich aber auch aus Küchen. Okay, ist normales Bad wieder. Das ist nichts Besonderes. Hey, Mom, wo ist Dad? Mom. Guten Morgen, Junge. Guten Morgen, Junge. Nee, das kann ich, das kriege ich nicht hin. Guten Morgen, Junge. Anscheinend ist dein Bruder mal wieder durchs Fenster verschwunden, um Unsinn zu treiben.
Er ist ein Hoffnungsüberfall. Keine Sorge, Mom, ich bringe ihn sicher zurück. Ihr zwei bringt mich noch ins Grab. Wie auch immer, dein Vater wartet schon den ganzen Morgen im Garten auf dich. Er ist ziemlich aufgeregt. Ich glaube, er hat ein Geschenk für dich. Für mich? Super! Mal sehen, was es ist. Keine Ahnung, was es ist. Schauen Sie nach. Boah, das ist echt kacke mit dem Frosch im Hals. Kann ich nicht lesen. Normal hört sich meine Stimme nicht so an. Es liegt daran, ich habe gestern 5 Stunden Life is Futile gespielt und das Ganze kommentiert. Ein paar aufgenommene Filme. Busting Ghost Thing, das kenne ich auch. Miami Cops kenne ich auch. Das sind Videokassetten, sollen das sein. Unter dicke Röhrenfernseher. Und der Videorekorder. Ich hab glaube ich noch einen im Keller. Und ein paar LKWs, die waren auch immer super. Big Joe hat diesen Ball bei einer unserer Wetten verloren. Ich nehme jede Herausforderung ernst, besonders wenn Charlie zuseht. Heißt denn Charlie ein großer Bruder oder wer soll das sein? Aber geht ja gar nicht. Charlie. Ich kenne nur 3 Engel für Charlie. Und was ist das? Ist das Opas Zimmer oder ist das Arbeitszimmer? Das Arbeitszimmer ist das. Und die gute alte Werkstatt. Wenn ich von der Schule nach Hause komme, reinige ich zuerst mein BMX und bereite es vor. Ich muss für jede Mission vorbereitet sein, die mir über den Weg laufen könnte. Sehe ich genauso. Du hast es drauf. Hier gibt es so viel Werkzeug, dass man ein Raumschiff bauen könnte, ohne jemals die Garage zu verlassen. Ja, das ist doch mal was. Was habe ich denn eigentlich für Optionen? Habe ich kein Inventar oder so? Oder ist das eher so wie... Okay, im Garten. Hey, Dad! Ein Baseball-Fan. Daddy-Dad! Da ist ja mein Junge. Na, freust du dich schon auf die Ferien? Klar, Dad! Ich treffe mich mit den Jungs und Kevin! Mit den Jungs und Kevin, okay. Kevin? Hat sich dein Bruder wieder herausgeschlichen? Ich habe ihn nicht gesehen. Na Moment, hab ich verlesen. Ich habe ihn nicht gehen sehen, achso. Seit Sparky gestorben ist, hat er der Familie nichts als Ärger gemacht. Egal wie. Sind denn deine Pläne... mein Gott, ist das schlecht getrennt. Egal wie. Wie sind deine Pläne für heute? Du weißt schon. Nur das Übliche. Ein bisschen Baseball, nichts Ungewöhnliches. Wolltest du noch etwas? Dad? Hör mal, Chris. Als ich in deinem Alter war, hat dein Opa diesen Baseballschläger für mich gemacht. Kurz bevor er den Krieg gezogen ist. Ich weiß, es gibt bessere Familienerbstücke, aber dieser Schläger ist etwas Besonderes. Ich habe ihn in meiner Jugend einige meiner besten Homeruns damit erzielt. Und es wird Zeit, dass er wieder Geschichte schreibt. In deinen Händen. Aha! Baseballschläger? Dieser Junge ist wendig, schnell und tapfer wie kein anderer. Dank seines Baseballschlägers und seines Klettertalents gibt es nichts, was er nicht schaffen kann. Auf... annehmen. Wow, das ist toll. Danke, Dad. Lass mich dir ein... Ach, das ist immer so schlecht mit den Stimmen. Das kriege ich nicht hin, ey. Wenn, sobald ich anfange, die zu verändern, kann ich nicht mehr normal lesen. Komischerweise. Lass mich dir ein paar Tricks zeigen. In der Schule war ich der beste Schlagmann meiner Klasse. Geh rüber zum Batter's Mound. Batter's Mound? Ach so, das ist der Schlagplatz ist das, okay. Sobald du da bist, fangen wir mit der Lektion an. Nur ein paar Schläge, um den Schwung zu üben. Alles klar, Dad. Wir prüfen den Schwung. Wie mache ich das? Geh beobachten. Wenn du zur richtigen Zeit Linksklick drückst, kannst du Projektile zurückschlagen. Halte Rechtsklick gedrückt, dann fixierst du deinen Charakter und kannst Projektile mit höherer Genauigkeit in die ausgewählte Richtung zurückschlagen. Ah, okay. Das probieren wir mal aus. Okay, mit genau. Das ist ein normaler Schlag, das heißt, wir müssen Rechtsklick machen. Come on, Dad. Oh. Come on, nochmal.
Sehr schön, Junge. Wie ich sehe, hast du die Familiengene der Williams geerbt. Und jetzt los, genieß den Sommer. Oh, und tu mir einen Gefallen, kümmere dich bitte um deinen Bruder. Versuche ihn von Ärger fernzuhalten. Okay, Dad. Komm, Dad, werf nochmal ein paar. Zeig mal, was du kannst. Daddy Boy. Daddy Boy. Okay, Daddy hat keinen Bock zu werfen. Ein Rasenmäher. Ich sollte mich lieber vom Rasenmäher fernhalten. Immer wenn ich ihm zu nahe komme, muss ich am Ende den Rasen mähen. Sehr schön. Ja, das ist der Fluch des Rasenmähers. Kann das zerstören? Ich kann das zerstören. Das ist das Erste, was man tut. Gartenkisten zerstören. Oh, ein Grill. Die Grillfeste im Garten sind legendär. Wir liegen am Ende immer kugelrund im Gras. Oh Gott. Da kann der Daddy aber ganz gut grillen. Das ist, ich meine, das war die Hundehütte von unserem Sparky. Immer, wenn wir von der Schule nach Hause gekommen sind, sind wir in den Garten gerannt und haben seinen Ball so hoch wie möglich geworfen, bis er über unsere Köpfe gesprungen ist. Mein Gott, was war das denn für ein Hund? Das war toll. Kevin hat ihn überall mitgenommen. Sie waren einfach unzertrennlich. Aber eines Tages ist Sparky verschwunden. Sie haben ihn tot aufgefunden. Irgendein Idiot hat ihn überfahren. Na komm, Junge. Wir haben Sparky geliebt, aber das Leben geht weiter. Wir kaufen zu Weihnachten einen neuen Hund. Und dein Bruder wird ihn lieben. Dad, Kevin will keinen anderen Hund. Er will Sparky zurück. Wir sind keine Zauberer, mein Junge. Ich weiß, nein, natürlich. Okay, das war ein bisschen schlecht betont. Wann mache ich denn das schon mal? Schon selten. Aber es macht Spaß, muss man dazu sagen. Willst du schon gehen? Einen Moment noch. Hey. Hey. Hey, ich kann deinen... Nee, das passt auch nicht. Hey, ich kann deinen Bruder nirgends finden. Ich glaube, er hat sich wieder rausgeschlichen. Vielleicht. Also hast du eine Idee, wo dein Bruder ist? Ja, er ist im Baumhaus. Ich werde die anderen holen und hingehen. Du weißt, ich mag es nicht. Wenn ihr in den Wald geht. Oh, na gut. Was soll's. Geh deinen Bruder suchen, bevor er wieder in Schwierigkeiten gerät. Keine Sorge, vermutlich bewirft er ein armes Tier mit Steinen oder zündet irgendwo Feuerwerkskörper an. Achte auf deine Fortfahren, junger Mann. Du willst deine Ferien doch nicht gleich mit Hausarrest beginnen, oder? Nein, okay. Ich gehe da mal. Bis später. Okay, aber sei vorsichtig. Und ja, wage es nicht, die Abkürzung zu nehmen. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was diesen alten Einsiedler angeht. Ich wette, er raucht. Kräuter. Natürlich. Okay, Mom. Gut, ich bin weg. Bis später. Wo geht's raus? Ah, da geht's raus. Hab ich nur irgendwas? Ich kann nichts mehr angucken. Kann ich irgendwo speichern? Das ist echt kacke mit der Stimme. Ich muss immer überlegen, wenn ich gerade spreche. Vergiss nicht, deinen Fortschritt zu speichern. Wenn du also auf eine dieser Disketten stößt, denk nicht lange nach und speichere das Spiel. Wo ist die Diskette? Ach, diese. Hello, möchtest du deinen Fortschritt speichern? Aber da sind auch wie süß. Speicherplatz 1. Dadurch überschreibst du die zuvor gespeicherten Daten, die nicht vorhanden sind. Alles klar. Ach, ist das schön. Und das ist unsere Nachbarschaft? Oder was soll das sein? Tatsächlich, das ist unsere Nachbarschaft. Ah, das ist echt liebevoll gestaltet. Das gefällt mir. Stör uns nicht, wir haben zu tun. Was ist denn hier passiert? Das Gewitter letzte Nacht hat eine Menge Probleme in der Stadt verursacht. Wir begutachten den Schaden noch. Okay. MacGyver Repair. Soll das MacGyver Repair sein? Ernsthaft? Soll das? Nein. What? Was ist das denn? Oh mein Gott! Ist das aus dem... Schweben, das ist aus, nicht, wie heißt das, nicht Poltergeist? Das ist aus Haunted
Ach, keine Ahnung, wie dieser Film ist. Aus den 80ern auf jeden Fall. Oder 90ern. Sie sind hier. Wie bitte? Wer? Die Fernsehleute. Ja, na klar. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe das Gefühl, hier geht etwas Seltsames vor sich. Ey, das ist... das ist ein schwebender Stuhl, ja? Soll das sein? Das ist, wirklich, schrill, Okay, was ist mit dir? Okay, du bellst den unsichtbaren... die unsichtbare Tasse an. Nenn ich unsichtbaren, unsichtbaren Geist an. Wow, dieser Kanarienvogel sieht aus, als hätte er einen ziemlich schlimmen Herzinfarkt erlitten. Sehr gut. Was ist mit dir? Was ist in diesem Haus nun los? Erst der Sturm, dann fängt das Mädchen an, seltsame Sachen zu sagen. Und jetzt bewegen sich auch noch die Möbel. Okay. Ich rufe morgen jemanden an. Wen willst du anrufen? Ich habe in den gelben Seiten nachgeschaut. Es gibt Unternehmen, die Möbel rücken, aber keine Anzeigen für seltsame Phänomene. Die Ghostbusters. Wie hieß der Film? Paranormal Activity? Nee, ich habe das doch gerade anders genannt. Egal. Crossing Souls. Weiterspielen. Ich mag das Spiel, das gefällt mir. Das ist ich weiß nicht, aus welchem Film das war. Ich kann mich nicht mehr. Das sah nach Paranormal Activity aus, aber das gibt es doch nicht in den 80ern, das Spiel. Cool, ich kann das beobachten. Sieht aus, als hätten die Freemans beschlossen, einen Pool in ihrem Garten zu bauen. Und dann tu das. Die Freemans. Ich kenne Gordon Freeman. Oder Morgan Freeman, aber ansonsten. Sieht aus wie so ein halber DeLorean. Da sind noch diese alten, wie heißen die? Fällt die Marke gar nicht mehr ein. Liegt daran, ich hatte damals dieses Auto nicht. Ich konnte auch damals nicht fahren. So alt bin ich nämlich nicht. Bin jünger als Kronk. Letizia. Pah, dieser dämliche Gewittersturm. Ich hoffe, wir haben bald wieder Strom, damit ich Johnnys Stimme hören kann. Wer ist Johnny? Ist das ein Funkgerät oder ist das ein... Keine Ahnung, scheint ein Funk... Oh, das ist ein Handy? Das dicke Ding? Komm, wir speichern nochmal. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Oh ja. Bist du sicher? Aber na sicher. Spiel gespeichert. Und wir gehen jetzt Richtung Süden. Oh, hier ist noch jemand. So wie du die Blumen gießt, glaube ich, dass die eher... Vorsicht vor der Ziege. Achso, das spricht wieder Chris. Vorsicht vor der Ziege! Unser Nachbar Sid hat eine Hausziege. Er ist verrückt. Okay. Hey Sid, wo ist deine Hausziege? Ich will sie sehen. Ich will deine Hausziege sehen, mein Freund. Okay, scheinbar kommen wir da nicht rum. Das ist schade. Ich hätte mal gern gesehen, ob man in den Garten kann. Aber scheinbar nicht. Also das ist dieses typische amerikanische Klischee, wo man sagt... Es gibt immer irgendwo in allen tollen Häusern irgendwo ein Haus im Viertel, das verdreckt ist. Es gab aber mal so mal einen Film davon, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da ging es darum, dass ich weiß nicht mehr, wie diese Schauspieler heißen, aus Ghostbusters. Die gleichen, die alten, die ganz alten Schauspieler. Und die haben dann eine merkwürdige Nachbarschaft, hieß das? Ich weiß es nicht. Kann aber nichts machen, außer ihm zu... Achso. Dieses bekloppte Ding geht nicht los. Was zum Teufel stimmt damit nicht? Ich habe 7 Kakerlaken in diese Rakete gestopft. Alles Teil meines Masterplans. Zuerst schicke ich die Kakerlaken ins All und wenn es stimmt, dass sie eine Atombombe überleben, werden sie schon bald über das Universum herrschen. Und ratet mal, wer ihr Overlord sein wird. Genau, ich werde der Overlord. Ich werde der Overlord der intergalaktischen Kakerlaken. Sie werden Terror verbreiten, wo sie auch hinkommen. Hahaha, ja. Ich warne euch. Komm schon, du dummes Ding. Alles, was Bailey verkauft, ist echt scheiße. Ja, dann kauf es doch nicht, wenn es kacke ist. Was ist mit dir? Weil man gibt ja so gerne Geld für Scheiße aus.
Muss man einfach sagen. Man gibt einfach gerne Geld aus, weil einem langweilig ist. Das müssen wir einfach so sehen. Da oben sind noch Kisten, die ich zerstören könnte, wenn ich da rankommen würde. Was ich nicht tue. Ich habe ein Inventar. Cool. Was steht da? Devolver? Kenne ich nicht. Oh, Sammlungen. Das sind definitiv Nintendo Games, das sehe ich sofort. Tagebuch. Trommle die Gang zusammen. Profil. John Williams. John Williams unterrichtet zeitgenössische Weltgeschichte an der Carambolo High School. Unter seinen Schülern ist er als der Recordman bekannt, weil er immer übertriebene Geschichten von seiner Zeit als professioneller Baseballspieler. Kann ich scrollen? Kann ich nicht. Ach so, ich muss rollen. Blättern. Ach so, auf rechte und linke Maustaste, kann das sein? Nee, ich muss tatsächlich mit der Rolle. Professioneller Baseballspieler seiner Tajunga-Luxen erzählt. Bei den Tajunga-Luxen. Mein Gott. Boah, ist das kacke. Nach dem Tod seines Vaters, Sergeant Stephen Williams, machte John seiner Schulliebe Nicole O'Brien einen Antrag. Ihr erstes Kind, Chris, wurde nach Johns Onkel Christopher benannt, der in der Atlantikschlacht starb, um das Leben seines Vaters zu retten. Okay, das hört sich nach einer richtig guten Geschichte an. Nicole hat John während eines Yardbirds-Konzerts, kenne ich gar nicht, Yardbirds, 1968 ist dann nicht mal meine Zeit, nicht mal ansatzweise. Er war die Liebe auf den ersten Blick, aber Nicoles Eltern waren mit der Beziehung nie einverstanden. Ein Jahr später lief Nicole von zu Hause weg und die beiden brannten durch. Die Ablehnung, die Nicole durch ihre Eltern erfuhr, schlug sich in einem brennenden Wunsch nieder, Geschichten zu schreiben, um ihre traurige Jugend zu vergessen. Das hört sich ein bisschen nach J.K. Rowling an. Ihr neuester Roman, basierend auf den Geschichten, die sie Chris und Kevin vor dem Schlafengehen erzählt, wird in Kürze veröffentlicht. Okay. Gut, machen wir das. Wir haben alles durchgelesen. Hoffentlich. Wer ist das? Ich kann mit der Katze reden. Nee, mit Mr. Wilson. Ist das ernsthaft von Dennis? Was ist los? Bist du gekommen, um mir zu helfen? Hi, Mr. Wilson. Nein, ich bin nur auf dem Weg. Wohin? Natürlich bist du das. Die Kinder heutzutage sind doch dauernd nur unterwegs. Naja, immerhin bist du draußen und bekommst etwas Sonne ab. Ich wette, in der Zukunft werden alle Kinder nur noch vor diesen Videospielgeräten sitzen. Du bist ein Hellseher, Mr. Wilson. Zu meiner Zeit, da war das anders. In deinem Alter, da war ich bereits ein Mann, weißt du? Ich habe angefangen zu arbeiten bei... Ich sollte gehen, bevor es zu spät ist. Oh, wobei, vielleicht erzählst du noch. Also, nein. Ist okay. Wer bist du? Du bist gar nichts. Du bist einfach nur ein Ding. Hört sich prima an. Wer ist das? Oh my goodness! Was ist das? Zurück in die Zukunft? Oh nein! Hilfe! Matt! Was zum Teufel ist das? Chris! Chris! Du kommst genau richtig! Der Energiebegrenzer ist beschädigt! Und ich kann nicht damit aufhören, Gammastrahlen zu schießen. Zerstöre die drei Generatoren. Bevor er noch das ganze Viertel vernichtet. Alles klar. Die Stimme geht nochmal richtig auf die Stimme. Muss ich mal überlegen, ob das so passt. Puh, das war knapp. Noch eine Minute länger und das Viertel wäre abgefackelt. Moment mal. Was hast du da für ein neues Gerät? Ey, das ist ein Gamma-Booster. Eine neue Komponente, an der ich arbeite. Aber ich habe meine letzten Gamma-Stangen aufgebraucht. Zumindest habe ich das... Oh, jetzt habe ich den zu schnell gedrückt. Zumindest irgendwas mit dem Laser. Cool!
Der könnte noch nützlich werden. Dann müssen wir sofort, denn wir müssen sofort zum Baumhaus, Matt. Kevin war mal wieder auf einer seiner Unternehmungen. Dieses Mal scheint es wichtig zu sein. Hm, okay. Eine gute Möglichkeit, um meinen Laser auszuprobieren. Ja, aber jetzt kommst du mit. Okay, das war seltsam. Ein kleines Genie. Matthew Bauer. Laserwaffe, Jetpack und Intellekt machen ihn einzigartig, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gruppe. Das hört sich gut an. Denkt an Durchdrücken von... Okay, wie soll das hier? Ah, wahrscheinlich großschreiben. Ja. Jetzt sind wir Matthew Bauer. Oh geil, der hat eine Laserwaffe. Okay. Wir spielen als Matthew Bauer. Ist das eine Anspielung? Cool. Können wir aufs Dach gehen? Können wir aufs Dach gehen. Weil wir können nichts anklicken, aber wir können hoch und runter springen. Schön. Ernsthaft? Ah, der kann fliegen. Wie geil ist das denn? Kann der andere das auch? Ne, der kann nur springen. Das sind wahrscheinlich Matthews Eltern. Kann das sein? Ja. Matthew, warum hörst du nicht... warum hörst du nicht auf, dieses dumme Spielzeug herzustellen? Und erfindest etwas wirklich Nützliches? Deine Erfindungen werden dem Namen Bauer einfach nicht gerecht. Aber Dad, Gammastrahlen... Gammastrahlen, deine Leidenschaft für Comics... Ist deinem IQ nicht förderlich? In deinem Alter hatte ich bereits meine ersten Schritte auf ARPANET. ARPANET? Was ist das denn? ARPANET? Das ist wahrscheinlich irgend so eine Programmiersprache. Sei nicht so hart zu ihm, Joshua. Der Junge muss neue Bereiche kennenlernen, um etwas im Bereich Biologie. Wäre doch nicht so schlecht, oder? Heather, verleite den Jungen doch nicht zu so etwas. Matt muss Robotik studieren. Das ist die Zukunft. Keine Sorge, Mom. Eines Tages mach ich etwas, worauf ihr beide stolz sein könnt. Natürlich wirst du das. Geh raus und hab etwas Spaß. Die Luftqualität ist heute besonders gut. Oh, Profile werden hinzugefügt, okay. Du verwöhnst sie zu sehr, Heather. Aus ihm wird niemals etwas werden. Dieses Modem strahlt ein besonders hochfrequentes sinusförmiges elektrisches Signal aus und seine Bandbreite, Frequenz und Phase wurden modifiziert. Im Grunde ermöglicht es meinen Computern miteinander zu kommunizieren. Das ist angenehmer für mich. Hier lagere ich meine Chemikalien. Chemikalien bei Temperaturen unter Null. Niemand darf das ohne meine Erlaubnis öffnen. Nikola Tesla, definitiv. Die Blitze zeigen es ja. Meine Familie wartet schon darauf, dass ich dem Bauerruf gerecht werde. Okay. Was ist das? E. Ich habe das Betriebssystem auf diesem Macintosh angepasst und Stimm- und Fingerabdruckerkennung ergänzt. Jetzt arbeite ich an meinem persönlichen Alfred. Allerdings wird es ein Mädchen. Ich glaube, ich werde es Miri. Ist das Siri, soll das sein? Nennen. Der KI gehört die Zukunft. Hoffen wir mal, dass es der Zukunft gehört. Hey, was sagt er hier das so? Hast du hier irgendwas Spezielles? Was haben wir denn hier? Ein Spectrum? Trump. Okay. Piep, piep, piep. Brr, brr, piep, piep, piep. Okay. So wie ich Matt kenne, gibt es hier Sachen drin. Gibt es hier drin Sachen, mit denen er das ganze Fitnessstudio jagen könnte? Am besten fasse ich nichts ohne seine Erlaubnis an. Okay. Er sagt nichts dazu. Seid ihr gestresst? Ich bin mit Tests beschäftigt, war klar. Hauptsache, sie reden nicht mit mir. Warum gehst du nicht raus? Mein Mann ist heute ein bisschen gestresst. Na gut, eigentlich ist er immer gestresst. Gut, kann ich da rein? Kann ich nicht. Matt's Stammer besteht...
besteht die gesamte Familie aus kurzsichtigen Wissenschaftlern. Mein Gott, ich bin nur am Stottern, Leute, wenn ich die Stimme verstelle. Das geht gar nicht. Meine gesamte Familie wartet schon darauf, dass ich dem Bauerruf gerecht werde. Gut, dann solltest du das werden. Solltest du das tun, mein Freund. Ich bin sicher, ein Haus fehlt noch. Nur ich weiß nicht, welches. Müssen wir mal... Eine kleine elektrische Heckenschere. Okay. MacGyver Repair. Das erste, was passiert, ist jedes Mal poppt die... Können wir das alles besuchen? Hier rechts waren wir noch nicht. Das heißt, wir können da noch durch. In das Viertel. Vororte können wir. Nach oben kommen wir... Wohnviertel, Hauptplatz. Wo kommen wir denn? Ach, hier sind wir, okay. Wir können da gar nicht hin. Wir können nur nach rechts oder nach links. Na gut zu wissen. Du kannst hier nicht durch. Die Straße ist wegen Reparaturen geschlossen. Der Blitz ist hier ein paar Mal eingeschlagen, weißt du? Aber... Es tut mir leid, aber du musst deinen Umweg nehmen. Wenn du zum Platz willst, musst du die Abkürzung nach Westen nehmen. Klar, nach Westen. Das ist ja entgegengesetzte Richtung. Da treffen wir doch diesen kräuterrauchenden Typen. Das wollen wir doch nicht, oder? Ich speichere mal ab. Ich habe zumindest dann die Leute kennengelernt, habe ein bisschen mit denen geredet. Hab Spaß gehabt mit denen. Bist du sicher, damit du schreibst die gespeicherten Daten? Ja. Tja, dann würde ich sagen, eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da.